Das Wasser fließt stetig und kommt ans Ziel. Ein Zitat aus dem I Ching, dem chinesischen Buch der Wandlungen. Die Mur fließt durch Graz, bislang unbeachtet, bis man auf die Idee kam, den Fluss zu einem Teil der Stadt zu machen. We always tried to think of water. So we tried to think first of, could you think of an island that was like waves, like the waves of a river? Wir sind immer vom Wasser ausgegangen. Kann man sich eine Insel wie die Wellen eines Flusses vorstellen? Aber wie sollte man aus Wellen drei verschiedene Dinge bauen? Einen Spielplatz, ein Theater, ein Café? Wenn wir an Wellen dachten, blieb alles einzeln, getrennt. We thought of a kind of, could we think of an island as a kind of whirlpool, a whirlpool that went down into the water. Wir dachten vielleicht eine Art Whirlpool, entweder eines im Wasser oder eines darüber. Es gab so viele Ideen, Wellen, Whirlpools. Es gab eine Insel aus Blasen, aber die Blasen waren isolierte Kapseln. Das Theater wäre vom Café und dieses vom Spielplatz getrennt geblieben. Wir wussten nicht, wie man die Blasen zusammenfügt. So the theater would have been separate from the cafe, would have been separate from the playground. We didn't know how to join the bubbles. Nach 3,5 Jahren Planungs- und Bauzeit schwebt sie auf dem Wasser. Vito Acconcis Seifenblase, die Insel in der Mur. Ein kleiner menschengemachter Erholungsraum in der steirischen Metropole Graz. Ein technisch und optisch ausgeklügeltes Schatzkästlein als Geschenk der Kulturhauptstadt Europas 2003 an seine Bürger. Es wäre nicht Graz, wenn die Insel keinen besonderen künstlerischen Anspruch erheben würde. Sie soll bestehen neben dem größten erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern Mitteleuropas, sich würdig der Stadt erweisen, die als bedeutendes Zentrum zeitgenössischer Kunst, Literatur, Wissenschaft und Architektur gilt. Früher genoss die Stadt als Pensionopolis, als konservative Rentnerhochburg den Ruf provinzieller Ödnis. Dank Universität, Fachhochschulen, dem Avantgarde-Festival Steirischer Herbst, dem Forum Stadtpark gilt Graz heute als junge Stadt. Der trotzdem noch beschauliche Gang des Lebens, er gilt als südliches Flair. Was dynamisch ist an der Stadt, ist, was steht, und zwar in der Stadtlandschaft, neue Architektur. Grazer Architekten genießen weltweit Avantgarde-Status. Viele ihrer Ideen wurden in Graz realisiert, etwa die Universität und das Forum Stadtpark. Von zwei internationalen Star-Architekten stammt allerdings das neue Kunsthaus, das eine Form in die Stadt hineingießt, die man wiederum Blob, Blasenarchitektur nennt und irgendwie wie ein Lebewesen aussieht. I'm so much of a visitor that I still I don't think I know. I mean before I went to Graz I had a kind of myth of Graz because for I think for Ich bin nur ein Besucher. Bevor ich nach Graz kam, kannte ich nur den Mythos Graz. In Amerika gilt Graz als Stadt der Architektur. Ob an dem etwas dran ist, weiß ich nicht. Whether that's a myth or not, I don't know. But the school is important. The fact that architects come from Die Schule ist wichtig. Viele Architekten kommen von hier. Ich weiß nicht, ob auch wirklich mehr gebaut wird als etwa in Wien. Aber die Stadt scheint offen zu sein, neue Dinge zu bauen. Anders als Städte, die mehr dem 19. Jahrhundert verpflichtet sind.
Graz ist mehr eine Industriestadt, eine Stadt der Entwicklung, der Zukunft. Cities that are more wrapped up in a myth of the 19th century. Graz can be an industrial city. Graz can be more of a city of process, a city of future. Gerade zum Jahr 2003 wurden einige lang gehegte Projekte realisiert. Als wegweisend gilt die Helmut-List-Halle, ehemals Werkhalle eines großen Konzerns, jetzt ein Konzertsaal mit ausgeklügelter Akustik und Technik. Graz als Kulturhauptstadt 2003 gibt sich ein technisches, ein Avantgarde-Image, was sich im Erscheinungsbild der Stadt in allerlei technischen Spielereien wie dem Marienlift äußert, in postmodernen Gegenüberstellungen von alt und neu. So auch der Uhrturmschatten und die Insel in der Mur. Für die Macher ist sie das, was Graz immer gefehlt hat, obwohl es niemand braucht. Wie alle Kunst. Die Idee war da, weil mir immer rätselhaft war, dass eine Stadt Wasser in der Stadt fast als Belästigung und fast also als Naturkatastrophe empfindet, als wäre es hier schöner, wenn es auch zu betoniert wäre oder zu asphaltiert wäre. Also diesen Fluss wieder in die Stadt zu holen und gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, dass eine Stadt nicht nur einen ästhetischen, einen Naturgenuss bekommt, sondern gleichsam nach innen wächst, das war mir klar. Das Mittel war mir noch nicht klar und das hat sich dann im Laufe der Zeit ergeben. Aber dass die Mur, das ist in meinem ersten Konzept nachzulesen, das ich vor 5 Jahren geschrieben habe, dass die Mur für die Stadt, für die Bürger Rückkehr zu erobern ist, das war von vornherein die Intention. Und das ist auch, glaube ich, das Beste, was gelungen ist. Einen neuen Bezirk, einen quasi Naturbezirk, einen Hightech-Naturbezirk sozusagen bekommen hat. Ja, und das ist gelungen und das ist auch etwas, was übrigens nachhaltig sein wird, weil das bleibt ja und das kann man gerade sozusagen und vor allem den Bürgern und Besuchern nicht mehr nehmen. Und das ist auch das Glück dieser Produktion sozusagen. Heute steht schon ein Wasser. I saw it as in many cities in Europe, a city in which the river runs through the city. The river is below the city, so. Es war wie in vielen europäischen Städten. Eine Stadt mit einem Fluss mittendurch. Der Fluss liegt tiefer als die Stadt. Im Alltag bemerkst du ihn nicht. Er ist da, aber er spielt keine Rolle. Everyday city life, which made me think, and then when I came back to the studio, which made us think that. Als ich ins Studio zurückkam, dachten wir, idealerweise sollte man versuchen, den Fluss zu einem Teil des Alltags in der Stadt zu machen. Er sollte nicht mehr außerhalb der Stadt liegen. Der Fluss bot aber auch die Chance, mitten in der Stadt als Enklave zu funktionieren, ein besonderer Ort zu sein, eine Möglichkeit, sich gleichzeitig in der Stadt und außerhalb der Stadt zu befinden. Man kann darüber streiten, ob die Insel in der Mur sich organisch in die Landschaft der steirischen Metropole einfügt oder ob sie ein Fremdkörper bleibt. Die Formensprache ist sachlich urban. Leben gewinnt die Insel durch das Spiel mit Wasser und Licht. Ihre Wandlungsfähigkeit, die industriellen Materialien Stahl und Glas, verleihen dem Bauwerk den Charme eines Provisoriums, obwohl die Insel für die Ewigkeit gebaut ist. Thank you.
Besucher und Bewohner der Stadt haben die Insel rasch angenommen und für sich entdeckt. Reif für die Insel. Jedenfalls solange sich der Neuigkeitswert hält. Doch der Erfolg der Insel wird von ihrer Funktion abhängen. Als Erholungsort, als Theaterraum, als Insel des Lebens innerhalb der Stadt. New York, Stadt der Städte. Funktionalismus und Vorläufigkeit sind Kennzeichen ihrer Architektur, in der Vito Acconci, Sohn italienischer Einwanderer, aufgewachsen ist. In New York lebt und arbeitet er immer noch. In den frühen 70ern provozierte er mit Performances in New Yorker Galerien. In der Architektur, meint er, ist nur vom Menschen und seinen Bedürfnissen auszugehen. Architecture. I don't know if it's the same. I don't think I'm so interested in art. I mean, what we do is. Es ist Architektur. Es ist nicht dasselbe wie Kunst. Ich bin an Kunst nicht interessiert. Wir gestalten Orte, Orte für Menschen, Gelegenheiten für Menschen. Ein Landschaftsstudio macht Design. Es gestaltet die Dinge des Alltags. Ich interessiere mich für Architektur, weil es die Kunst des Alltags ist. Architecture is the art of the everyday world. Everybody knows architecture, whether they realize it or not, because everyone is. Jeder kennt sich mit Architektur aus, bewusst oder unbewusst. Vielleicht weil man durch Architektur unterdrückt wurde, weil eine Tür zu schmal war, eine Decke zu niedrig. Architektur erfährt man jedenfalls mit dem Körper. Sie ist Teil des Alltags. You know architecture with your body. You know architecture as part of everyday living. Also whatever else happens, it happens in the middle of architecture. Außerdem geschieht alles innerhalb von Architektur. Jeder Film spielt in einer gestalteten Umgebung. Architektur gestaltet zum Guten oder Schlechten unsere Umwelt. For better or worse, a kind of surrounding, a kind of ambience. Acconci ist kein gelernter Architekt. Er hat als Schriftsteller und Künstler begonnen. In seinem Studio hat er ein Team von Fachleuten um sich geschart, die ständig neue Projekte diskutieren und entwickeln. In der Fachwelt ist Acconci berühmt dafür, dass seine Bauvorhaben kaum jemals ausgeführt werden. Zu neu, zu radikal anders sind seine Denkansätze. Auch die Insel in der Mur nahm zunächst als Spinnerei und gedankliches Experiment Gestalt an. Vito came to my desk and said to me, you know, how can we make an island of water, not in the water? Vito kam an meinen Schreibtisch und fragte, können wir eine Insel aus Wasser machen? Nicht im Wasser, aus Wasser. Ich dachte nach und sagte, ich weiß nicht, wie man eine Insel aus Wasser macht. Aber wenn man Glas wie Wasser einsetzt, kann man vielleicht damit etwas anfangen. So that's how it started. Acconci will immer das Unmögliche realisieren, querdenken, erfinden, anders sehen. The way the studio works is that we work as a kind of thinking, discussing studio. You know, maybe I start a project off with the general idea, but then we talk a lot. We have different people's ideas. Das Studio arbeitet als eine Art Denk- und Diskussionsstudio. Ich bringe ein Projekt als grobe Idee ein, dann reden wir darüber. Wir diskutieren, wir streiten. Das Studio ist eine gute Mischung. Verschiedene Lebensalter, Geschlechter und Länder. Leute aus Argentinien, aus Irland, aus Südafrika, aus Jamaika. Like one person is from Argentina, one person is from Ireland, one person is from South Africa, one person is from Jamaica. And I think for me that was purposeful because when a while ago when I realized that the work. Und ich denke, das war sinnvoll, denn als ich erkannte, dass meine Arbeit eher Architektur als Kunst ist, musste ich von mehr als nur einem Menschen ausgehen. Wenn etwas öffentlich ist, kann es nicht privat anfangen. Wenn etwas privat anfängt, bleibt es privat. Also müssen wir es wenigstens halb öffentlich angehen. Und öffentlich bedeutet drei oder mehr. Einer ist allein, zwei sind ein Spiegelbild,
Bei dreien beginnt die Diskussion. Das ist der Ausgangspunkt. Three starts an argument. Three thickens the plot. We're very fortunate to be working in architecture projects with somebody like Vito, who Wir haben Glück, Architektur mit jemandem wie Vito machen zu können. Er hat keine Ausbildung als Architekt, aber ein unheimliches, unglaublich hochentwickeltes räumliches Vorstellungsvermögen. Außerdem ist er ein immens kritischer Mensch. Er ist intelligent und kritisch. Jeder Entwurf wird hier dauernd hinterfragt. Wir sind 50% unserer Zeit damit beschäftigt, Projektideen zu entwickeln. Dauernd ist eine Debatte im Gang. Warum machen wir das so? Constantly being scrutinized and questions are constantly being asked. We tend to spend, I would say, 50% of the time in the design of a project in a kind of constant fluid debate. Why are we doing this? Why is this right like this? We tend to avoid or stay away. Wir wollen keine Form um der Form willen. So gesehen arbeiten wir wie konventionelle Architekten. Andererseits sind wir nicht konventionelle Menschen. Wir nehmen Konventionen nicht einfach so an. Wir versuchen immer herauszufinden, ob man eine Konvention auch anders sehen kann, ob sie so starr ist, wie man sagt. Wir versuchen manchmal herauszufinden, ist es eine andere Art, auf die Konvention zu schauen? Ist die Konvention so rigid, wie wir gesagt werden, dass sie es ist? Akonci selbst baut nicht, zeichnet nicht, entwirft nicht. Er denkt, schreibt und beschreibt für seine Mitarbeiter, wie durch konkrete Ideen die Welt der sichtbaren Dinge und damit die Menschen verändert werden. In a way, we're making architecture, we're making many other things also. We design architecture places for people. We design. Wir machen nur in gewisser Weise Architektur. Wir machen alles Mögliche. Wir entwerfen für Menschen gestaltete Orte. Wir entwerfen Bilder. Wir entwerfen industrielle Entwurfsvorgänge mit bestimmten Objekten, die wir entwerfen. Ich denke, wir sind Designer. Ob wir einen Stadtplatz, eine Kaffeekanne oder einen Biartisch entwerfen. Alles ist Design. Und das bedeutet, wir versöhnen eine Idee mit der Welt, mit einer Welt, die diese Idee vielleicht gar nicht will. Unser Job ist es, zu versöhnen und eine Lösung hervorzubringen, mit der die Welt vielleicht etwas anfangen will. And hopefully we come up with something that now the world at least is willing to try. Graz wäre nicht Graz, hätte nicht ein Grazer die Idee zu der Insel gehabt. The idea for the island came not from us and not from Graz 2003. It came from a person named Robert Punkenhofer, an Austrian. Die Idee war nicht unsere, auch nicht die von Graz 2003. Sie kam von Robert Punkenhofer, einem Österreicher aus Graz. Er hat Graz 2003 eine Insel im Wasser mit drei Funktionen vorgeschlagen: Café, Theater und Spielplatz. A cafe, a theater and a playground. Graz 2003 in New York. Präsentation der Insel im Österreichischen Kulturinstitut. Akonci als krönende Imagewerbung für die Kulturhauptstadt 2003. Vorangegangen war eine Odyssee unmöglicher Planungen. Akonci wollte die Kuppel des Cafés von Wasser umspült aus der Mur ragen lassen, das Theater unter der Wasserlinie versenken. Durchsichtige Tunnels sollten unter Wasser die Verbindung zur Stadt schaffen, damit die Insel wirklich Insel ist. Die Idee war so nicht zu verwirklichen. Technisch schwierig und zu teuer für Graz. Akonci nimmt die Abstriche zur Kenntnis. Es ist nicht sein Traum, der hier entstanden ist. Dennoch ein Erfolg. Fest zur Eröffnung im Jänner 2003.
Vorgeschmack auf die künftige Nutzung des Bauwerks als Kleinkunstbühne. Die Adresse lautet, es ist so wie Bruck an der Mur gibt es jetzt Akonji an der Mur. Wir sagen, wir holen die Provinz nach Graz zurück. We wanted some kind of shifting, twisting place on the river. Wir wollten eine Art beweglichen Ort im Fluss. Wir wollten einen Übergang durch den Fluss, eine Art Begehung des Flusses. Die Kuppel sollte ein Café sein. The dome would be a café. Die Insel mit ihrer kühl-urbanen Ästhetik wird sofort zum Szenemagnet. Was auf dem Papier stand, ist realisiert. Adresse: Moor 1, 8010 Graz. Es gibt eine Rutschbahn für Kinder. Alles wie geplant, meint der Intendant von Graz 2003. Ich habe zu Hause in meiner Küche eine erste Skizze von Akonji zu dieser Insel hängen, auf ein Butterpapier gezeichnet im Grunde genommen. Und ich glaube, dass sich für ihn sehr viel geändert hat, weil er im Grunde genommen Informationen, Intentionen hatte und Vorstellungen hatte, die er mit uns gar nicht kommuniziert hat. Für uns als Bauherren hat sich diese Insel im Wesentlichen völlig logisch entwickelt. Und das, was jetzt hier schwimmt, wenn es schwimmt, ist für uns natürlich die Erfüllung dessen, was wir uns vorgestellt haben. Das heißt, vielleicht ist es mehr eine Bauherreninsel geworden, vielleicht ist mehr ein Bauherrentraum sozusagen erfüllt worden als ein Künstlertraum. Ich glaube nur trotzdem, dass auch der Akonji mit diesem Produkt zufrieden sein muss. Nicht zuletzt deswegen, weil es eines der wenigen Projekte ist von ihm, das auch realisiert worden ist. Und ich glaube, dass er als Fantast, als architektonischer Spintisierer, Erfinder, Forscher etc. etc. natürlich immer dann auch an die Grenze der Machbarkeit, an die Praxis stoßt. Und da hört sich ja auch für uns im normalen Leben dann sehr oft also das Träumen auf. Und da scheint mir das Spannungsfeld gewesen zu sein, wo er vielleicht überrascht ist, dass das jetzt letztens herausgekommen ist. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Das ist es eigentlich gewesen, wovon wir gesprochen haben. Und für uns als Bauherren ist das eine ideale Erfüllung dessen, was wir bestellt haben. Ich liebe diese Stadt so sehr. Der Himmel weiß, wie man das macht. Baubeginn im Herbst 2002. Ein 8 Meter tiefer Pfeiler aus Beton wird in den Grund getrieben. Er ist der Anker für die Insel. Das Flussbett wird stabilisiert und ausgebaggert. Bis zur Eröffnung noch 6 Monate. Die stählernen Aufbauten werden längst in Ungarn zusammengeschweißt. Gerade saniert man Moorufer und Promenade. An den Ufern überwiegt die Skepsis und Neugier. Tonnen schwer ist die Insel. Sie wird aus vorgefertigten Teilen, Nirosta und Edelstahl, zusammengefügt und später Abschnitt für Abschnitt nach Graz gebracht. In der intensivsten Phase werkten mindestens 300 Menschen an Akonjis Traum. Der wechselnde Pegel der Mur macht eine feste Verankerung unmöglich. So ist die Insel eigentlich ein Schiff, ein Floß mit Aufbauten. Bei Hochwasser schwimmt es auf. Eine technische Lösung bislang ohne Beispiel.
Zum ersten Mal auf dem Inselkörper zu sein, ist ganz einfach einmalig, ist ein wunderbares Gefühl. Das Zweite, was einem sofort auffällt, ist, man hat noch nie die Perspektive gehabt, wenn man hier hinaufschaut. Die Mur, man ist auf einer Ebene quasi mit der Mur, mit dem Fluss. Hat eben hier, wie wir das uns ja vorgestellt hatten, die beiden Ufer und die Stadthälften, wo man schön hinauf sieht. Und das Weitere, was außerordentlich beruhigend ist jetzt, ist zu sehen, dass das ein derartig stabiles Ding ist. Das liegt ja da herinnen wie ein großer Tanker. Das heißt, das ist so eine Geschichte, die eben ganz einfach wirklich quasi für die Ewigkeit gebaut ist. Nur ein einziges bewegliches Stahlseil wird die Insel später auf Position halten. Die Stahlkonstruktion wird zwischen September 2002 und Jänner 2003 vor Ort endgültig zusammengeschweißt. In einem Trockendock, wie jedes andere Schiff. Wir werden jetzt bis Anfang Dezember hier auf der rechten Uferseite vor Anker liegen. Und in den nächsten 4 bis 5 Wochen kommen die nächsten weiteren 200 Tonnen Stahl hier vor Ort. Wird dann hier komplett montiert, zusammengebaut, also bekommt die dritte Dimension. Und wir werden dann Anfang Dezember an den Punkt kommen, wo wir sie in die Mitte ziehen werden. Und da wird sie dann in ihre ursprüngliche Position, so wie es immer geplant wird, gezogen. Und dann 2 Tage später werden die beiden Brücken für die Zugänge eingehoben. Üblicherweise bauen wir sehr, sehr viele Brücken, Hochhäuser aller Art, höhere Häuser. Wir haben vom Flughafen bis zum Schweinestall schon alles gemacht und da fügt sich eigentlich die Murinsel gut dazu als ganz außergewöhnliches Bauwerk. Die Problematik war eigentlich die, dass es für so ein Bauwerk in dieser Art eigentlich keine Rezepte, wie man so will, gibt und keine Anleihen irgendwo gefunden werden konnten. Man musste wirklich alles neu entwickeln. Und das war sicherlich das größte Wagnis, das wir auf uns genommen haben. Mit dem Budget, das waren damals in Schillingen ausgedrückt 70 Millionen, mit dem mussten wir tutto completo auskommen. Und es ist im Großen und Ganzen uns gelungen, diesen Kostenrahmen zu halten. Wenn ich jetzt den Nutzen, den darüber hinausgehenden Nutzen, über das hinausgehen, dass wir in dem Budget geblieben sind, bewerten sollte, dann würde ich sagen, ist der Nutzen deutlich höher als das, was wir uns selbst erhofft haben. Dass es einen so unglaublichen Ansturm auf die Insel geben würde, dass sie sich so schnell zu einem wirklichen Wahrzeichen der Stadt entwickelt, das haben wir uns in kleineren Nuancen erhofft, aber sicherlich nicht in diesem Ausmaß. Und für uns als 2003, aber auch für die Stadt, ist der Nutzen ein immenser. Denn mit diesem Bauwerk, über dieses Bauwerk, ist ganz einfach Graz nicht nur europaweit, sondern weltweit ins Gerede gekommen. Sie finden heute in amerikanischen Zeitschriften, in japanischen Zeitschriften überall Fotos von der Akonchi-Insel oder von der Insel in der Mur. Das heißt, dieser Zusatznutzen ist deutlich größer als der, den wir selbst erwartet haben. Ich liebe diese Stadt so sehr. Der Himmel weiß, wie man das macht. Das ist nicht das Problem. Es ist eine Stiege, die niemand braucht. Da eine Stiege erscheint mir seltsam. Planungssitzung 2001. Akonchi kämpft um Details. Techniker und Juristen halten dagegen. Solche Anpassungsprozesse sind normal. Architektur ist für Akonchi Theater, Schauplatz der Begegnung und Veränderung. Das gilt allgemein für den künstlerischen Schaffensprozess. Auch sein Lebensweg ist durch andauernde Neuorientierung geprägt. I started not as an artist, I started really as a writer. Only relatively late, only in my late 20s, when I was 20. Ich habe gar nicht als Künstler angefangen. Ich war Schriftsteller. Erst als ich 28, 29 Jahre alt war, ist die Arbeit in Richtung Kunst gegangen. Architektur hat mich schon damals interessiert, obwohl es mir gar nicht aufgefallen ist.
Wenn ich schrieb, interessierte mich der Raum auf der Seite. Schreiben war für mich eine Reise über die Seite, vom linken Rand zum rechten Rand, von einer Seite zur nächsten. Ein Buch war ein Raum, in dem man sich aufhalten konnte. Eine Seite, ein Raum zum Durchqueren. Ich kam vom Schreiben zur Kunst, weil mir nach einiger Zeit klar wurde, wenn ich so an Bewegung interessiert bin, muss ich Bewegung nicht auf eine Seite begrenzen. Es gibt einen Fußboden, es gibt die Erde, einen Bürgersteig, eine Stadt. So work started to be activities in the everyday world. Work started to be performance. Deswegen wurde die Arbeit zu Arbeit im Alltag. Sie begann Performance zu sein. Wenn ich es war, der im Alltag handelte, ging es um einen Menschen, also konzentrierte ich mich auf Person. Nach einer Weile dachte ich, das ist eine Selbstbeschränkung. Für mich wurde Kunst zu einer Gelegenheit, einem anderen Menschen zu begegnen. Mensch als Künstler begegnet Mensch als Betrachter. So wurde Kunst ein interaktiver Raum. Menschen, die interagieren, mussten einen Ort dafür haben. Also wurden meine Sachen Architektur. Zu einem Ort für Menschen. So art became a kind of interactive space. But those two people who were interacting had to be in a place. So stuff started to go towards architecture, a place for people. Thank you very much. Grazer Künstler verstehen den subversiven Charakter des Bauwerks auf ihre Weise. Das Theater im Bahnhof besetzt im Juli 2003 die Insel und ruft die Republik Akonchi aus. Akonchi, wenn ich die blöde Sau erwisch, die immer meinen Parkplatz wegnimmt, der Himmel weiß, wie man das macht. Viva Akonchi, ich haue gern Studenten wieder. Viva Akonchi, ich hab's ne gerne alte Frau. Viva Akonchi, Herr Hofrat, ich schnack's ne ihre Frau. Viva Akonchi, ich weiß, sie wisse es genau. Viva Akonchi, ich liebe diese Stadt so sehr. Viva Akonchi, der Himmel weiß, wie man das macht. Viva Akonchi, ich liebe die Grazer Männer auch sehr. Die Bühne wird zur geschmackfreien Zone. Auch Akonchi begann seine Laufbahn vor 30 Jahren mit einer Performance, als er in einer New Yorker Galerie über Lautsprecher die Besucher mit seinen Sexualfantasien überfiel, während er hinter einem blickdichten Holzverschlag masturbierte. Das Ereignis ging in die Kunstgeschichte ein. Ob das den tapferen Mannen vom Grazer Theater am Bahnhof auch gelingt, bleibt abzuwarten. Wir beobachten die Freie Marine der Freien Republik Akonchi. Meine Damen und Herren! Die Republik Akonchi an der Ruhr ist stolz auf die kleinste, schlafkräftigste Marine der Welt. In der Republik Akonchi gibt es 10 Tage lang eigene Pässe. Man kann Asylanträge stellen und übernachten. Abzuwarten bleibt, ob die 5 Millionen Euro teure Insel der unabhängigen Szene in der Stadt wirklich dient.
Die Stadt fördert freie Theatergruppen, Schriftsteller, Künstler jährlich mit rund 3 Millionen Euro. Viele leben am Existenzminimum. Der Intendant von Graz 2003 glaubt, dass durch die Insel gerade ihnen geholfen ist. Also im Wesentlichen nützen wir es ja jetzt auch sehr zur Durchführung von Programmpunkten von 2003, die sozusagen also geplant sind. Wir nehmen allerdings auch quasi Volley-Veranstaltungen auf, die uns angeboten werden. Pro futuro, glaube ich, sollte es sein, dass es ein gelenkter Zufall sozusagen sein sollte. Das muss irgendwo administrativ angebunden sein. Ich bin auch nicht der Meinung, dass jeder alles hier machen kann. Aber es sollte eigentlich ein Ort für freie Gruppen sein und sollte im Grunde genommen ein Ort der qualifizierten Unterhaltung, ob das jetzt musikalischer oder literarischer oder theatralischer Natur ist oder wie auch immer, hier soll performt werden. Hier soll im Wesentlichen eine Intimität auch entstehen, das ist ja nicht sehr groß im Grunde genommen. Und ich glaube, dass man hier auch Leuten, die eben kein Haus haben, die nicht angebunden sind quasi an die tradierte Kulturorganisation von Graz oder auch in der Steiermark, dass man hier auch einen freien Ort machen sollte und den Leuten auch zu sehr günstigen Bedingungen, möglichst überhaupt gratis, hier eine Performancefläche anbieten sollte, um mit dem Publikum in Kommunikation zu treten. Kunst sucht immer Kommunikation und insofern ist die ganze Insel auch, nicht nur diesbezüglich, ein Ort der Kommunikation in einer Gesellschaft. Und das soll es wohl auch weiter sein und ich hoffe, das wird auch so passieren und ich bin überzeugt davon, dass auch der Hunger sozusagen der freien Szene oder auch von internationalen Gruppen hier zu performen dementsprechend groß sein wird. Das wird schon funktionieren. I don't know if we ever clarified for ourselves, you know, does this island make a haven? Is this island an escape? Wir haben uns nie überlegt, ob diese Insel ein Fluchtpunkt ist. Sie ist der übrigen Stadt nahe genug. Man kann nicht sehr weit fliehen. Because we designed it so much as almost a kind of self-enclosed. Wir haben eine auf sich selbst bezogene Welt entworfen. Die Kuppel wird zu einem Ball, der Ball wird zu einer Kuppel. Man beugt sich vor und zurück in diese fließende, aber selbstbezogene Welt. Es ist ein besonderer Ort, ein Ort im Abseits, der seine eigenen Grenzen hat. A kind of separate place that has its own boundaries. Das Wasser fließt ununterbrochen und kommt ans Ziel. Inzwischen ist der Alltag eingekehrt, ganz im Sinne Akonchis. Die Insel ist zu einem normalen Platz in der Stadt geworden, fast zu einer Selbstverständlichkeit. Vielleicht ist hier wirklich, wie von Akonchi erhofft, ein neuer Kommunikationsraum eröffnet. Ein Ort, an dem sich Menschen anders und neu begegnen. Vielleicht ist auch alles beim Alten geblieben. Ein neues Kaffeehaus, ein Ort wie jeder andere. Wenn die Menschen sich nicht ändern, die Insel selbst spricht. Zum einzelnen Betrachter, der sich in die Details ihrer Formensprache, in das Spiel von Licht, Wasser, Schatten, in die Spiegelungen und Verdoppelungen ihrer Umwelt vertieft.
Am spektakulärsten ist die Insel vielleicht gerade dann, wenn nur noch einer da ist, der sie wahrnimmt, wenn die Massen fort sind, nachts im Winter. Traum und Wirklichkeit. Die Kunst lebt im Kopf. Und der Künstler bleibt meist mit seinen Träumen allein.